Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Clash Royale und einige von euch wissen es bereits schon. Die Duo-Trainingsherausforderung ist verfügbar und die werden wir jetzt gleich spielen. Ich werde mal schauen, wie weit wir kommen und fangen wir doch einfach mal an. Schnell spielen natürlich, weil gerade keine Freunde online sind und mal schauen. Jetzt lädt es erstmal wieder ein bisschen. Ich habe vergessen, den Kampf heute wieder davor zu starten, aber das ist ja kein Problem. Es ging jetzt einigermaßen schnell. Okay. Jetzt geht es erstmal richtig los. Passt, passt, passt. Level 8 Barbaren nur, das ist schlecht für sie. Ich würde sagen, das gewinnen wir easy. Der erste Tower ist down. Easy. Nice one. Auf jeden Fall. Und der zweite Tower ist auch gleich down. Da haben sie sich aber was eingebrockt. Das sieht nicht gut für die aus. Ein Knall drauf und die sind auch weg. Der Knall war etwas versetzt, aber egal. Der stört mich jetzt nicht so sehr. Gut, er setzt seinen Henker. Und ich werde die Rakete wahrscheinlich spielen. Da kommt auch schon sein Inferno-Drache, also spielen wir die Princess. Er hat auch Elite-Barbaren, das finde ich gut. Da können die anderen jetzt nicht so viel dagegen machen. Und wir haben eh schon gewonnen. Und ja, ist vorbei für die beiden, würde ich sagen. Oder doch nicht. Sie haben auch noch Elite-Barbaren. Und ja, die sind auch wieder abgewehrt. Das bringt ihm überhaupt nichts, was er hier macht. Oder die beiden, was sie hier machen. Es sind ja immer zwei. Und sie haben so gut wie verloren. Die können überhaupt nichts tun. Die Goblin Gang holt auch noch etwas Schaden. Und der Magier wird auch noch etwas Schaden machen. Aber nicht am Tower, leider. Den Tower hätte ich lieber gehabt als die Banditin. Die Banditin ist auch schon wieder down. Das, was sie hier spielen, bringt ihnen nicht so viel. Sie haben so gut wie verloren. Ja, ich würde sagen, noch zwei Raketen und dann ist das gewonnen, oder? Erste Rakete. Das geht easy drauf. Jetzt müssen wir nur den Königsriesen abwehren. Und easy win, Leute. Nice. Erster Kampf, 3 Kronen gewonnen. 2 Kronen noch, dann haben wir die Hälfte gemacht. Vielleicht werde ich den hier auch gleich durchspielen in dem Video. Also die Herausforderung, nicht den Herausforderung. Ich bin wieder mit richtig gutem Deutsch heute am Start, Leute. Ich hoffe, das stört euch nicht so. So, machen wir einfach mal weiter. Ja. Die Goblin ging nach vorne. Er spielt seinen Elixiersammler, bringt ihn jetzt nicht im... Es bringt ihm im Grunde jetzt wenig. Es bringt ihm jetzt nicht so viel. Pfeile... Nice. Gut. Ich würde sagen, wir spielen mal den Mega-Ritter. Wenn er dahinter sein Elektromagier spielt und seinen Ballon, wird das doch was. Gut, das ist down. Passt auf jeden Fall. Nice. Hier ein Sepp drauf. Und dann geht das auch schon wieder alles weg. Und vielleicht schaffen wir sogar noch ein bisschen Schaden am Turm zu machen. Ich hoffe es doch mal. Ja, der Turm ist fast down. Eine Rocket noch und ein Sepp und dann ist das weg. Ja, gut. Die Palakaien machen jetzt auch nicht so viel Schaden. Sie spielen auch den Golem. Finde ich jetzt nicht so nice. Weil jetzt müsste ich erstmal abwehren. Okay. Ich hoffe, der Elektromagier überholt nochmal. Oder doch nicht. Passt, passt, passt. Nice. Aber jetzt bekommen wir ein Problem. Der Golem kommt an den Turm und macht etwas Schaden. So, down. Oh Gott, die Fledermäuse sind bis zum Turm durch. Die müssen weg. Und down sind sie auch schon. So, jetzt haben wir die Rakete wieder. Und dann sollten wir doch den Turm bekommen. Mit der Rakete und den Sepp. Ja, das sollte was werden. Davor holen wir uns noch hier den Megalakai. Ja, der würde auch so drauf gehen. Aber das war jetzt verschwendetes Elixier. Ist egal. Egal, Leute.
So. Jetzt werden wir das doch immer noch nicht versuchen, da er seinen Ballon spielt und der Ballon muss hundertprozentig weg. Der Ballon muss ausgelöscht werden, Leute. Der Ballon würde sonst alles zerstören. So, jetzt geht der Turm aber drauf. Das habe ich jetzt schon zum 10. Mal ungefähr gesagt. Aber jetzt geht er wirklich drauf. Jetzt besteht kein Zweifel und er ist down. Nice. Down ist er. Vielleicht machen wir sogar noch etwas Schaden. Was ich doch sehr hoffe. So. Barbaren bringen jetzt nicht so viel gegen den Mega-Ritter. War gut, dass er die spielt. So, ein Sepp auf das Zeug und dann geht das auch schon down. So viel Schaden bekommen die auch nicht mehr. Sie haben verloren und easy win für uns. Dann hauen wir nochmal die Rakete in die Mitte und nice one. Gutes Spiel. Und viel Glück auf jeden Fall im nächsten Spiel. So. Ja, Dark Rabbit. Nicer Name auf jeden Fall. So, eine Krone. Und dann würde ich sagen, machen wir bis zur Hälfte. Mehr schaffen wir in dem Video nicht. Wenn ich das Video nicht über 10 Minuten machen will, schaffe ich nicht mehr, leider. Aber machen wir doch einfach weiter. So, vielleicht finden wir jetzt schneller einen Gegner. Ja. Und los geht's. So, die Goblin Gang am Anfang. Und der war jetzt so sinnlos, der Tornado. Aber sie haben Elixier verschwendet und das bringt uns in den Vorteil. Ja, die hat die Nachthexe rein. Und der ist auch schon wieder down. Vielleicht schaffen wir sogar was gleich am Anfang mit dem Riesen. Das war natürlich richtig geil. Ja, nice. Der Päcker hat nicht lange überlebt, würde ich sagen. Der Päcker war so sinnlos. Oh mein Gott. Schade. Schade. Wenn die Princess nicht gewesen wäre, hätten wir den Turm easy bekommen. Die ganzen Fledermäuse hätten so viel Damage gemacht. Das wäre auf jeden Fall OP gewesen. Aber egal. Wir sind jetzt im Vorsprung. So. Er setzt seine Musketierin, ich setze die Prinzessin. Und er spielt immer noch nicht die Musketierin. Jetzt. So, der Mega-Ritter, der wird hier hinkommen. Boom. Easy down. Und ja, er hat den Inferno-Drachen verschwendet. Perfekt, Leute. Perfekt. Da kann ich mich nicht beschweren. Der Inferno-Drache war echt gut verschwendet. So, das Kampfholz bringt auch nicht so viel. Ja, nice. Die Goblin Gang so reinstellen. Und dann sollte er drauf gehen. Und der Päcker bekommt noch einen Hit. Einen Hit hat er noch bekommen. Also werden wir wahrscheinlich auf den Turm da drüben gehen. Ist egal, auf welchen Turm wir gehen. Wir haben eh überall den Vorteil. Ja, da kommt seine Princess. Bringt ihm jetzt nicht so viel. Ich werde die Rakete bereithalten. Falls er jetzt den Dings spielt, den Inferno-Drache. Und er kommt nicht. Nice. Somit ist der Kampf eh schon gewonnen für uns. Sepp, Sepp. Und die Skelette machen den restlichen Schaden und der Turm geht drauf. Nice one. Jetzt sollten wir nur noch deffen. Ja, der Schweinereiter ist weg, ohne Schaden zu machen. Easy win. Ich werde nochmal versuchen, da drüben etwas Schaden zu machen an dem Tower. Das würde mich nämlich sehr freuen. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Alles ist fehlgeschlagen. Schade war's. Zwei Kronen wären richtig geil gewesen, aber gutes Spiel und viel Glück. Ja. Da haben wir doch schon die 1000 Gold, wie gesagt. Das wollte ich erreichen heute in dem Video. Und die restlichen 5 Kronen holen wir in dem Video morgen. Also war's das dann auch schon. Und schau Leute, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat.